So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie man sieht, habe ich was Größeres vor. Selbstverständlich muss man nicht 75 Liter Zeug mit sich herumschleppen, nur weil man mal eben eine Nacht im Wald pennen möchte. Kann man aber mal machen, wenn man mal sehr luxuriös im Wald nächtigen möchte. Und das ist in meinem Fall heute der Fall. Wir haben den 31. Dezember 2017 und ich habe mir gedacht, da ich ja eh keine Freunde habe, kann ich ja dieses Mal im Wald pennen. Das bietet sich ja an. Und damit man schon was von diesem unsäglichen Feuerwerkwahnsinn hat, ohne sich daran aktiv zu beteiligen, bietet es sich dann natürlich noch an, sich einen entsprechenden Berg zu suchen. Ne? Da hinten kann man so erahnen. Hier gibt es stellenweise immer mal wieder Aussicht. Und das bedeutet, dass ich hoffe, dann heute Nacht um 12 irgendwo zu stehen, wo man einen tollen Blick hat und eventuell ein spektakuläres Feuerwerk, ohne in all dem Gestank drin zu stehen. Das mit dem Feuerwerk ist ja so eine Sache. Als bekennender Hobbypyromane habe ich da insbesondere, als ich noch jünger war, immer sehr gerne, sehr intensiv mitgemischt. Und bei meinen Kumpels und mir war es durchaus ein Zeichen dafür, was für ein krasser Kerl man doch ist, wenn man möglichst viel Geld für Feuerwerkszubehör ausgegeben hat. Also diesen Wahnsinn habe ich auch mal mitgemacht. Inzwischen halte ich das für keine so gute Idee mehr. Ich bin da aber ein bisschen zwiespältig. Per se mag ich immer noch Feuerwerk. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass dem einen oder anderen diese Tradition einfach wichtig ist. Aber ja, also als bekennender Öko-Fuzzi ist es natürlich Wahnsinn, was da an Geld und diversen nicht so besonders gesunden Gasen rausgeblasen wird, damit es mal ein bisschen Feuerwerk gibt. Insbesondere kann ich den Trend hin zum Batteriefeuerwerk nicht so ganz verstehen. Das war früher für mich deswegen so lustig, weil man so 26.000 kleine, futzelige Einzelteilchen angezündet hat. Die haben dann zwar nicht viel getan, aber das ganze Spektakel hat sich relativ lange hingezogen und man war beschäftigt, gerade so in jungen Jahren. Wo muss ich denn lang? Da muss ich lang. Da war das schon ganz witzig, ehrlich gesagt. So, hier haben wir jetzt Aussicht und ich hoffe, dass noch eine etwas bessere Aussicht als diese Aussicht hier dann die Aussicht ist, die mich heute Nacht erwartet, selbstverständlich im Dunkel, weil da möchte ich gerne auf dem Gipfel stehen. Theoretisch gibt es auf besagtem Gipfel auch noch einen Turm. Man beachte insbesondere die schöne Felsformation da drüben. Da war ich natürlich auch schon unterwegs. Und dazu gibt es auch Videos, die relativ wenig Leute angeguckt haben, eigenartigerweise. Das ist auch so eine beliebte Silvester-Location. Irgendwo auf diesen Felsen. Allerdings wollte ich das nicht machen und mit gutem Beispiel vorangehen, weil diese gesamten Felsen sind völlig zu Recht ein Bannwald- und Naturschutzgebiet. Und da ist in diesem Fall sogar der Aufenthalt nach Sonnenuntergang, na sagen wir mal, sehr unerwünscht. Und das gilt natürlich insbesondere an Silvester, wenn da sehr viele Leute sich aufhalten, was auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder der Fall sein wird. Und dann muss ich nicht noch einer mehr der vielen sein, die das dann trotzdem machen, obwohl man es eigentlich nicht darf. Ja, machen wir hier mal einen Schnitt. Gerade noch ein paar Worte zu meiner Motivation. Es ist nicht so, auch wenn ich es hin und wieder mal andeuten werde, aus Spaß an der Freude, dass ich wirklich überhaupt keine Freunde habe und deshalb nichts habe, wo ich hingehen kann an Silvester, sondern es ist nur so, dass die übliche, alle Jahre wieder Silvester-Location, bei der ich normalerweise, ja, die letzten Jahre eigentlich fast immer war, gerade in den Flitterwochen ist, in Neuseeland, diese Ärsche, also Arsch und Ärschin, und dementsprechend
sind sie halt nicht da, ne? Und deswegen müssen wir jetzt, wir Verbliebenen, die wir da normalerweise jedes Jahr zugange sind, schauen, wo wir bleiben. Und ich nutze die Gelegenheit, jetzt endlich mal ohne irgendwen enttäuschen zu müssen oder ohne mein eigenes Bedürfnis nach Geselligkeit in irgendeiner Form unbefriedigt lassen zu müssen, nutze ich die Gelegenheit, jetzt endlich mal Silvester in den Wald zu gehen, um halt dann eben die Aussicht zu genießen. Wir haben es jetzt 14.48 Uhr. Das heißt, ich habe schon noch ein wenig Licht. Das werde ich auch brauchen, weil ich weiß noch nicht, wo ich hier lagern werde. Ich kenne mich hier zwar schon dahingehend aus, dass ich weiß, wo ungefähr, wo ich hinlaufe, und ich weiß auch, wo der Punkt ist, von dem aus ich das Feuerwerk angucken möchte. Wo ich mir aber mein absolut übertriebenes Luxuscamp aufbaue, weiß ich noch nicht. Ein sehr nachhaltiges, absolut übertriebenes Luxuscamp. Soll heißen, alles, was zum Bau des Luxuscamps erforderlich ist, schleppe ich auch mit, demzufolge der riesige Rucksack. Und Feuerwerk habe ich auch dabei, man kann es da vielleicht erkennen. Ich habe diverse Wachsfackeln. Das ist mein Feuerwerk für heute Abend. Lagerfeuerchen möchte ich eigentlich nicht unbedingt machen, weil gerade an Silvester hatten wir ja letztes Jahr die Quote der Idioten, die Feuer machen, relativ hoch ist, und demzufolge bin ich zwar einer der Idioten, die im Wald übernachten, aber nicht einer der Idioten, die dann auch noch ein größeres Lagerfeuer machen oder im Wald mit irgendwelchen Feuerwerkskörpern rumspielen. Hingegen eine kontrollierte Flamme von einer großen Kerze, in Anführungszeichen, wie bei so einer Fackel, da kann eigentlich nicht viel passieren, insbesondere wenn man die vernünftig aufstellt. Natürlich Regel Nummer 1, alles was brennt, immer schön beaufsichtigt. Das steht sogar auf der Gebrauchsanweisung von den Fackeln dabei, dass man die auch ja immer schön beaufsichtigen sollte. Ne? Inzwischen habe ich die ersten notdürftigen, wenn es unbedingt sein muss, Schlafplätze entdeckt. Einmal hier, da unten, das Dumme ist nur, wo ich hier stehe, ist der Weg. Wenn ich also dementsprechend da pennen würde, da wäre ich schon ziemlich verzweifelt. Das ist wohl, ja, bin mir nicht sicher, was das da darstellt. Das scheint mir schon eine menschgemachte Etage zu sein. Müsste man sich genauer angucken. Die Alternative ist hier oben diese Miniaturschlucht. Das ist wahrscheinlich ein Steinbruch. Da wird es auch wahrscheinlich die ein oder andere ebene Stelle geben, wenn man da mal hochstappt. Und anders als hier unten könnte ich mich da auch ein bisschen verstecken. Ob das so eine besonders gute Idee ist, ist nochmal eine andere Frage. Und ich wollte sowieso noch ein bisschen weiter. Aber es ist ja schon mal gut, sich rechtzeitig Gedanken zu machen um Notlösungen. Was ist, wenn die anderen Pläne, die man so hat, nicht funktionieren? Auch oft gut sind so kleine Näschen bzw. Flanken am Wald, am Berg, ne, wenn man im bergigen Gelände unterwegs ist. Das sollte ich noch dazu sagen. Ich bin hier ja im sehr bergigen Gelände unterwegs. Im Flachland ist es natürlich im Regelfall überhaupt nicht schwierig, einen Schlafplatz zu finden. Hier kann man mitunter ein bisschen suchen, wenn man einfach eine ebene Stelle haben möchte. Und hier haben wir jetzt halt eben, wie gesagt, so eine Nase. Da links geht's runter, rechts geht's runter, geradeaus ist relativ eben. Gerade kurz bevor das Ding dann völlig abbricht und eine Steilwand bildet, wird es wahrscheinlich tun, im Regelfall ist das so, wird es oft nochmal so richtig flach. Und da hätte man dann sicherlich auch irgendwo da hinten einen schönen Schlafplatz zu finden. Aber das ist immer noch nicht, wo ich eigentlich hin wollte, aber ich merke es mir mal vor. Generell lege ich nur sehr wenig Kilometer zurück heute. Es geht mir jetzt nicht so sehr ums Wandern, sondern ich möchte einfach wirklich ganz gemütlich mal im Walde rumhocken und viele Stunden auch da bleiben. Ich habe schon lange nicht mehr draußen gepennt. Und oh ja, hier kann man auch schön sogar noch einen Weg finden, der da runterführt. Da gibt es aber mit Sicherheit irgendeine jagdliche Einrichtung, sonst gäbe es diesen Weg hier nicht. Mit Sicherheit. In der Silvesternacht ist allerdings mit anderem Feuerwerk als dem Feuerwerk nicht zu rechnen.
Nostalgie. Nostalgie ist prima an Silvester. Da soll man ja zwangsweise, muss man ja schon fast, ein bisschen drüber nachdenken, was man denn das letzte Jahr so getrieben hat vielleicht und sich vielleicht noch ein bisschen so überlegen, was man nächstes Jahr vorhat, ne? Und hier habe ich mal ein Video gedreht, hier wo ich jetzt stehe. Und zwar, ja, es war definitiv noch so innerhalb der ersten 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als ich noch so ein bisschen, ich glaube hier bin ich gesessen, als ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mir Themen einfallen zu lassen und mir im Vorfeld so ein paar große Themen überlegt hatte, die ja jetzt leider weg sind, hat mir mal neulich jemand eine Mail geschrieben. Ich glaube, es war eine Mail, ja. Weiß nicht, ob ich sie schon beantwortet habe. Es sind so viele Mails zurzeit. Das dauert wirklich eine ganze Weile, bis da entsprechend alles beantwortet ist. Jedenfalls, ich soll ein bisschen aufpassen, weil Themenideen sind endlich. Irgendwann habe selbst ich nichts mehr zu sagen. Und selbst wenn das noch ein ganzes Weilchen dauern könnte, ist es irgendwann so. Und da habe ich mir am Anfang überlegt, jetzt machst du mal so ein paar spektakuläre, wirklich interessante Sachen, wo du davon ausgehst, dass das eventuell viele Leute interessiert. Eher am Anfang, um ein bisschen Bekanntheit zu gewinnen. Und deswegen wurde hier gedreht, dass wie gefährlich sind Wildschweine oder sind Wildschweine gefährlich? Video. Das ist ja durchaus kontrovers aufgenommen worden. Kann man ja bei dem Thema auch irgendwo so ein bisschen verstehen. Da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Ich frage mich allerdings, wie viel Kontroverse ist durch meine kleine Spaßeinlage im Nahkampf gegen diese Gesellen da hinten entstanden. Weil das war natürlich ein reiner Gag auf das Holzwildschwein entsprechend mit dem Stocker loszugehen und einfach nur dazu gedacht, bisschen als Auflockerungsmaterial zu dienen, aber wie immer, wenn man irgendwelche Späßle macht, kommt immer irgend so ein jemand daher und findet das nicht lustig und dementsprechend gibt es dann viel Genörgel. Die sind toll gemacht, die Schweine. Das ist von einem einheimischen Künstler. Hab leider vergessen, wie er heißt, sonst würde ich es ja dazu sagen. Es steht, glaube ich, allerdings auch nirgendwo dran. Gucken wir mal. Schön ist auch halt noch das kleine Schwein hinterher, dass da der Bache erfolgreich folgt. Ja, also die sind schon schön gemacht. Die stehen hier jetzt halt schon eine Weile und es ist Teil der Kunst. Und ich finde das auch gut so, dass die halt langsam, aber sicher vor sich hin verwittern. Gerade das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil Holz ist halt nun mal ein vergängliches Material. Gerade wenn man es einfach so in Wind und Wetter stellt und nicht lackiert oder ähnliches. Hier haben wir mal wieder so eine von diesen schönen Aussichten, die kaum jemand kennt, aufgrund dessen, dass der Weg, auf dem ich hier rumlatsche, um diese Aussicht zu kriegen, und die gibt es wirklich so nur an dieser Stelle, eine völlige Sackgasse ist, die ins Nirgendwo führt. Ja, was will ich wohl im Nirgendwo? Ja, und damit hätte ich auch ein mögliches Plätzchen gefunden, so hier so L-förmig um den Stein. Ist auch sonst von der Umgebung her ganz nett. Ich würde mich aber noch ein bisschen umgucken, ob ich nicht vielleicht doch noch was Besseres finde. Denn wie bei der Ehe gilt, drum prüfe, was sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Ja, und es hat sich tatsächlich noch was Besseres gefunden. Hier haben wir eine schöne ebene Fläche, schön hell, schön sogar mit ein bisschen Aussicht. Das wird morgen früh interessant. Die Sonne geht natürlich nicht da auf, wo sie jetzt untergeht,
sondern von der anderen Seite. Das sollte aber trotzdem ganz angenehm werden. Und ich bin in der Nähe von dem Gipfel, kann also morgen früh, wenn ich dann Lust habe, ist die Frage, theoretisch zumindest, einfach mal schnell da hochkraxeln und von da dann mal gucken, wie es denn dann so Sonnenaufgang technisch gerade aussieht. Bin hier ein bisschen im Wind, das finde ich aber ganz angenehm. Auf der anderen Seite vom Berg, auf dem ich jetzt mehr oder weniger drauf halt eben übernachte, ist die windstille Ecke. Ich möchte aber gerne auf der windigen Seite sein, weil ich mag das halt einfach. Ich persönlich mag Wind und ich werde mir ja selbstverständlich jetzt noch was aufbauen, dass ich dann auch außerhalb vom Wind nächtigen kann. Aber dieses schöne Rauschen, das mag ich persönlich. Okay, dann habe ich hiermit beschlossen, dass ich hier bleibe. Da drüben gibt es auch noch ein paar tolle Sitzgelegenheiten. Ein ganz schönes Plätzchen. Natürlich normalerweise, hier hinter mir sieht man es ja, da ist ein kleiner Pfad. Hier ist eine sogar mit geländegängigem Fahrzeug befahrbare Straße, in Anführungszeichen. Normalerweise wäre es also keine gute Idee, hier zu nächtigen, aber heute Nacht ist Silvester, hier kommt keiner mehr vorbei. Ne? Und selbst wenn, ich war in diesem Wald hier mal Praktikant, ich kenne also sehr gut denjenigen, in dessen Wald ich mein Haupt hier niederlege. Ich habe ihn zwar jetzt nicht explizit extra gefragt, weil ich nämlich weiß, dass er da nichts dagegen hat. Und deswegen kann man in meinem Fall jetzt hier mal ein bisschen von dieser luxuriösen Situation Gebrauch machen. Okay, jetzt habe ich nur so weit den Rucksack mal ausgepackt, dass ich an den sämtlichen Kamerakrempel rangekommen bin. Den Rest dürft ihr jetzt mal zugucken. So. Und der ist halt schon prall gefüllt. Das kann man ja nicht bestreiten. So. Ich die Isomatte auch gleich reingepackt habe, weil ich hatte den Platz. Ne? Damit habe ich jetzt auch jede Menge Unterlegmaterial. Ne? Bundeswehr Elefantenhaut, Bundeswehr Isomatte, ein Nachbau in diesem Fall. Und damit sitze ich jetzt auch sehr bequem. Und was haben wir da jetzt noch so Schönes? Hier haben wir eine Thermoskanne mit sicherlich nicht mehr allzu warmem Inhalt, weil habe ich schon vor längerer Zeit, bevor ich es reingekippt habe, warm gemacht. Habe es dann nämlich vergessen gehabt. Macht aber nichts, schmeckt auch kalt und ist ausnahmsweise mal was Alkoholisches. Meinen BW-Kälteschutz, den ziehe ich jetzt auch gleich an, weil es ist doch ein bisschen windig und bevor ich jetzt auskühle, eigentlich wäre das jetzt noch zu warm für jetzt, aber da ich jetzt auch ein bisschen nass geschwitzt bin vom Herlaufen. Dann haben wir hier den Topf für heute, inklusive das Ding, was ich auch gleich anziehe, und Müllsack. Drecksack heißt der ja offiziell. Das ist ein Dreckkettel, nennt sich der übrigens. Das ist ein hart anodisiertes Aluminiumtöpflein mit Beschichtung innen, damit das Problem mit dem Anbrennen und so weiter minimiert wird. Lässt sich gut mitarbeiten. Fürs Frühstück habe ich als Pfanne dieses übliche Tatonka-Teil hier. Das kennt man ja, das ist auch schon seit Ewigkeiten auf dem Markt. Meins ist bestimmt 12, 13, 14 Jahre alt. Hab's noch nie als Pfanne benutzt, das wird jetzt Premiere. Aber das macht der Klausner immer, also mein Namensvetter. Und wenn der das macht, dann muss das klappen. Das ist dann für das gewisse Silvester-Feeling einmal Raclette. Diverser Kleinkram kriegt ihr später zu sehen. Da ist unter anderem drin, ich zeige es jetzt doch noch ein bisschen, meine Brennmaterialiendose mit einem Haufen von diesen Baumarkt-Zündis, paar Streichhölzer und noch ein bisschen angefangenes Esbit, wo mir die Verpackung kaputt gegangen ist. Das ist einfach für verschiedene Feuerungsprojekte und ein bisschen zum Rumspielen natürlich und auch aus Beleuchtung. Weil ich, wie gesagt, ich will nicht groß Holz sammeln, es ist eh ohnehin alles nass. Ein bisschen was mache ich vielleicht, aber nicht so viel. Das ist ein Schieberle fürs Raclette.
Das ist mein Pfannenwender fürs Frühstück. Das ist ein kleines bisschen Speiseöl, das hoffentlich nicht undicht gewesen ist, weil es sieht gerade so aus. Trangia. Bushbox. Kleine. Reicht mir. Titan. Hatte zu viel Geld. Habe ich jetzt nicht mehr. Bisschen was zum Primärgeschirrspülen. Ich mich selbst waschen, ich nicht vorhabe. Das ist wegen einer Nacht ist nicht unbedingt notwendig. Stirnlampe ist für Lagerzwecke halt wirklich die ideale Lichtquelle, wenn man dann einfach mal, was weiß ich, was machen möchte. Noch ein bisschen Schnur. Ich habe einen anderen Beutel noch viel mehr davon. Eine liegt halt jetzt mal hier drin. Das Messer habe ich deswegen dabei, weil es eine Säge hat. Ich wollte mir vielleicht noch einen kleinen Speer bauen. So ein rein aus Jux, ne? Nicht weil brauchbar, sondern nur aus Jux. Kerzchen für gemütliche Stimmung dann später. Davon noch eine zweite. Spitze für den zu bauenden Speer. Topfaufsätze Trangia. Wer die Dinger nicht kennt, das sind quasi Tüchlein, mit denen man sich selber oder sein Geschirr prima putzen kann und sind biologisch abbaubar. Und davon habe ich noch eins. So. Dann eine Flasche Spiritus. Mein schönes neues Wildo Camperbox Teil. Da ist genau das drin, was reingehört. Meine tollen Stricksocken. Raclette-Käse. Schnüre, Heringe, Aufbauzubehör. Das sind Kartoffeln. Oh, was ist hier jetzt drin? Frühstück. Rührei mit Speck und Bratkartoffeln aus der Dose. Nudeln für Hauptgang vom Abendessen. Salami kommt bei mir zum Raclette. Käse für Hauptgang vom Abendessen. Theoretisch würden da noch Zwiebeln dazugehören, die habe ich aber vergessen. Ja, und das war es im Wesentlichen. Stöcke für Tarp-Setups, nenne ich das jetzt mal. Noch mehr Stangen dafür. BW-Zeltbar Nummer 1, sauschwer. BW-Zeltbar Nummer 2, sauschwer. Wie gesagt, Luxuslagern. So, und jetzt ist da bloß noch unten ein Schlafsack drin. Und das war's.